Hallo, ich bin Stefanie Neigel und wir sind hier im Studio und nehmen gerade mein zweites Album auf. Die Songs entstehen eigentlich alle auf ganz individuelle Weise. Manche habe ich innerhalb von einer Stunde geschrieben und andere habe ich wochenlang im Kopf, bis ich sie dann zu einem Song kanalisieren kann. Und bei zum Beispiel Capture Time, ich habe nachts nicht schlafen können, bin aufgestanden, habe mich ans Klavier gesetzt und hatte die Idee zu einem Song und habe den dann fertig geschrieben. Dann war es irgendwann 5 Uhr morgens. Ich war zwar müde, aber trotzdem sehr glücklich. Always in your Okay, ich glaube, die Stelle haben wir. Okay, ihr Ende vom Refrain. Und genau. Bei meinem ersten Album sind die Stücke über einen längeren Zeitraum entstanden, über die Jahre davor, in denen ich die Stücke geschrieben habe. Jetzt ist es viel kompakter gewesen. Ich habe innerhalb von einem Jahr die allermeisten Stücke geschrieben. Viele davon haben wir noch gar nicht live auf der Bühne gespielt. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass sie haben einen sehr starken roten Faden. Und ich bin gespannt, wie sie sich dann anhören werden, wenn sie alle auf der Platte hintereinander durchlaufen und man ein Jahr mit mir erleben kann. There's nothing left to say. We should go on separate ways. Or should we try to stay? Wie auch beim letzten Album bin ich jetzt bei jedem Aufnahmeschritt dabei gewesen. Jede einzelne Aufnahme, die wir gemacht haben, konnte ich mit entscheiden, beeinflussen, und das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man erstmal diese Rohfassung von einem Song hatte, am Klavier geschrieben oder an der Gitarre, und dann produziert man das vor und es wird schon größer und nimmt schon nochmal mehr Farbe an, und dann ist man im Studio, spielt es mit den echten Instrumenten ein und es ist nochmal schöner, als man gedacht hat, dann ist es einfach sehr erfüllend. Der besondere Genuss dieses Albums zeichnet sich, glaube ich, durch die Güte der einzelnen Zutaten aus. Wir legen sehr viel Wert auf hohe Soundqualität beim Recorden und möglichst natürliche Signale. Ja, so wie wenn man einfach in den Garten geht und frische, super leckere Zutaten direkt pflückt, ja, und die da rein tut. Und das soll man dann auch schmecken. If I was a poet and you were my rhyme, I'd search for the finest words, most elegant and divine, to picture your beauty in each single line, to present what I'm feeling in this heart of mine. If I was a painter and you were my muse, I'd watch most intensely to know which brushes I should choose, and only the brightest and precious colors I would use. You're my inspiration, one I'll never lose. Das Album wird bei O-Tone Music erscheinen und danach gehen wir auf große CD-Release-Tour durch ganz Deutschland und wir freuen uns schon, die neuen Songs mit vielen Leuten teilen zu dürfen. At home I'm staring at the doorway, as if somebody was to come. I pray that there'll be someone someday to hold.